Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Ja, wir sind... Genau, ich erinnere mich. ist ein gutes Stichwort. Definitiv auch ein gültiges Argument. Hau das Ding kaputt, ey. Boah, wir machen keinen Schaden, Mann. Wir machen keinen Schaden. Effektiv keinen Schaden. Hätte es uns getroffen, wären wir tot. Davon kann es aber ausgehen. Shit, shit, heilen. Die Range ist einfach so krass. Er trifft uns immer. Wir müssen widerstehen. Ich habe wahrscheinlich kein gültiges, hilfreiches in irgendeiner Form Blitzschild. Boah. Okay, das Vieh ist echt nicht zum Spaßen. Ich finde, ein Safe im Kampf darf sein. Der Nahkampfschaden ist gar nicht so krass. Okay, pass auf. Na. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Nochmal, bitte, nochmal. So, ich brauch den Drachenhautzauber. Wenn er mich schlägt, ist das immer noch besser, als wenn er seinen Blitzscheiß abzieht. So, lass dich schlagen, während du dich heilst. Schlagen ist halt besser als der Blitzscheiß, wie gesagt. Oh! Mein Gott. Ja, das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber wir haben es überlebt. Nehmen ein paar Heiltränke. Rasten ein paar Stunden. Vielleicht sollten es auch wirklich Stunden sein. Je länger wir rasten, umso eher füllt sich halt die Verzauberung unseres Schwerts wieder auf. Wir machen einen weiteren Save. Und ein Quicksave. Und wir betreten die Kuppel von Sotasil. In der Erwartung, dem Alten mal ordentlich aufs Maul zu hauen. Aber was ist das? Ihr stoßt auf die Leiche Sotasils. Sein lebloser Körper hängt von einem von ihm selbst gefertigten Gebilde herab. Scheinbar war bereits jemand vor euch da. Ich habe die Leiche von Sotasil gefunden. Der Körper des Gottes wurde von mächtigen Kräften verwüstet. Okay. Das ist also der Raum, in dem er gehaust hat. Dann gehen wir jetzt. Nerevarine. Hier endet alles. Diese Uhrwerkstatt sollte dein Tod sein. Du solltest mein größter Märtyrer werden. Der heldenhafte Nerevarine, der alles opfert, um Morrowind vor dem verrückten Sotasil zu schützen. Aber du lebst! Du lebst! Fürchte dich nicht. Ich werde die Geschichte selbst erzählen, wenn dies vorüber ist. Ich selbst werde berichten, wie du mit dem letzten Atemzug deine Hingabe zu mir, der einzig wahren Gottheit, gepriesen hast. Dein Tod wird dieser Prophezeiung ein Ende setzen und die Gläubigen werden wieder unter einem Gott, einem Schicksal und einem göttlichen Gesetz vereint sein. Der marionettenhafte König wird seine Waffen strecken und sich meinem Willen beugen. Diejenigen, die sich nicht unterwerfen, werden vernichtet werden. Das verwobene Band erlaubt es mir, an diesen Ort zu reisen. Hier streckte ich Sotasil nieder. Hier beschwor ich die Mechanoiden, damit sie Morrowind angreifen.
Ich werde Erlöserin der mir Ergebenen sein. Ich allein werde ihnen Erlösung bringen. Niemand darf sich in meinen Weg stellen. Du nicht und sicher auch nicht Vivek. Er ist ein Poet, ein Narr. Ich werde mich um ihn kümmern, wenn ich mit dir fertig bin. Und Sutasil? Er hielt sich immer für etwas Besseres. Er mied uns und schloss sich in diesem Loch ein. Er sprach kein Wort, als er starb. Nicht einmal ein Flüstern drang über seine Lippen. Selbst im Tode verspottete er mich mit seiner Stille. Aber ich glaube, du wirst schreien, sterbliches Wesen. Denn jetzt ist es an der Zeit, deiner einzigen wahren Gottheit zu begegnen. Oh shit. Das ist der Kampf gegen Almalexia. Sie hat einiges drauf, genau deshalb wollte ich meine Waffe vorher noch aufladen. Allerdings wird sie nicht allzu viel aushalten. Sie hat mich fast gewone-hitted gerade. Mit einem Zauber, der eine absurde Reichweite hat. Und ich glaube, das Schwert von ihr ist auch nicht gerade ein Witz. Oh, shit. Sie ist vor allem auch nicht viel langsamer als ich. Die Dame hat's richtig drauf. Ah, fuck. Ich habe vergessen, dass das durch die Säule durchgeht. Ich bin tot, oder? Nee, ich habe reflektiert. Gut. Absorbiert. Okay. Jetzt haut sie mich mit dem Schwert. Tot. Almalexia hat's drauf. Ich sollte meine Stärke erhöhen, soweit ich das kann. Ich hätte die Stärketränke sammeln sollen, ich Idiot. Was habe ich denn für Tränke? Ich bin nicht gut vorbereitet, glaub mir. Schnelligkeit. Okay, ein Heiltrank, immerhin. Ja, ist ein bisschen scheiße. Lähmen geht, glaube ich, nicht. Ich kann halt eine goldene Heilige beschwören. Die mitigiert das Ganze ein wenig. Und wird fast gewone-hitted. Das heißt, die Summe ihres Schadens war höher als die Summe der Ausdauer des goldenen Heiligen. Außerdem hat sie jetzt meine Schuhe kaputt gehauen. Ich bin so gut wie tot. Außer ich schaffe es vielleicht. Okay, Glück des Kaisers. Aber viel wichtiger, Drachenhaut. Habe ich irgendein gesenktes Attribut? Da könnte ich theoretisch auch noch einmal Alexias Licht casten und dann heilen. Und jetzt draufhauen, während Drachenhaut aktiv ist. In diesem Kampf wäre eine Zweihandwaffe ganz gut gewesen. Kann sogar sein, dass diese Waffe besser ist. Okay, nicht genug Ladung. Habe ich denn Stärke absorbiert? Ja, 125 immerhin. Das ist nennenswert. Aber ich bin so gut wie tot, oder? Braucht den Heiltrank? Habe ich denn Goldbrand nicht mehr? Doch.
Okay, ich brauche wieder den Heiltrank. Der war allerdings gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich habe wahrscheinlich auch nicht halb so viel Leben, wie ich denke. Okay, Wind des Jägers hab ich. Oh. Oh. Der Kampf hätte um einiges einfacher sein können, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hätte. Und wir bekommen Barisas verwobenes Band zum Teleport, aber auch Hoffnungsfunke. Eine Waffe, die beim Schlag 30 bis 70 Schaden macht. Meine macht 20 bis 75. Also im Prinzip ist das... Es gibt sich nicht sehr viel. Es ist auf jeden Fall Hoffnungsfunke, die Waffe von Almalexia. Der geliebten Nerevas. Und da hängt er, der dritte Gott, Sotasil. Wir haben jetzt schon so viel, über 100 Folgen hinweg, vom Tribunal gehört und jetzt liegen zumindest zwei seiner Repräsentanten tot vor uns. Sotasil ist tot und Almalexia auch. Geschichtsträchtiger Moment, definitiv. Und ich würde sagen, wir legen mal Barisas verwobenes Band an. Wieso habe ich eigentlich eine dätrische Schulterplatte dabei? Ah, ich weiß wieder. Gut. Und wir können uns an drei Orte teleportieren. Vivec, Gramfeste und Sotasil. Ihr fühlt, wie eine gewaltige Kraft die Magie des Rings stört und euch nach Gramfeste zieht. Ja, beim ersten Mal müssen wir, glaube ich, nach Gramfeste. Es geht gar nicht anders. Und da sind die Hände Almalexias, die wahrscheinlich nicht so begeistert davon sind, dass ich ihre Anführerin getötet habe. Wir erwarten den Befehl der Göttin. Ihr Wort ist uns Gesetz. Wir haben keine Zeit, mit Leuten wie euch zu sprechen. Gut. Dann werde ich euch halt nicht sagen, dass eure Göttin tot ist. Welche Ansprechpartner habe ich denn überhaupt noch? Ich könnte halt mal zum Erzkanoniker. Beziehungsweise... Ja doch, zum Erzkanoniker. So doof, dass unsere Stiefel gerade kaputt sind. Habe ich Schmiedehämmer? Oh, ich bin mal vorbereitet, ausnahmsweise. Reicht dann auch. Und so können wir die Schuhe wieder anziehen. Okay. Almalexia weiß alles und sieht alles. Nicht mit Urvel Dulni darüber reden. Hey, Almalexia. Du willst nicht mit mir über Almalexia reden. Alter. Okay, er hasst uns. Soll er doch. Ist mir egal. Reden wir halt nicht mit ihm über Almalexia. Im Grunde genommen ist es wahrscheinlich auch... Almalexia sei gepriesen, Sera. Verdammtes Gesicht, ey. Passiert es nochmal? Almalexia sei gepriesen, Sera. Was soll man da machen?
Hi. I'm Alexia. Och nee. Almalexia ist die Mutter der Heilung, die Quelle des Mitleids und der Anteilnahme und Protektorin der Armen und Schwachen. Ich könnte sagen, ich habe Sotasil tot aufgefunden und Almalexia getötet. Ich habe Almalexia, Sotasil und Vivek tot aufgefunden. Oder ich habe Sotasil tot aufgefunden und Almalexia und Vivek getötet. Ihr seid Ausländer. Viele Ausländer verstehen nichts von unseren lebenden Göttern. Sprecht ihr in Bildern, in Metaphern, irgendwie poetisch? Seid ihr Anhänger eines dieser merkwürdigen Kulte des Westens? Entschuldigt bitte, was ihr sagt, hat weder Hand noch Fuß. Ja, anstatt es zu überprüfen, reagiert er auch so, wenn ich total beliebt bei ihm bin. Aber anstatt es zu überprüfen, glaubt er lieber weiter daran, dass seine lebenden Götter leben. Ja, Wahnsinn. Egal, was wir ihm sagen. Ein weiterer Schritt. Wahnsinn. Dann würde ich sagen, reden wir mal. Du hast Gutes vollbracht, sterbliches Wesen. Almalexias Tod ist ein Segen für ganz Morrowind. Auch wenn es lange dauern wird, um dies zu verstehen. Sie hätte die Unmeer sicherlich verraten, so wie sie es mit allen tat, die sie liebte. Dies war ihr Fluch und ihr Verderben. Weint nicht um Sotasil. Er verlor seine Sterblichkeit vor langer Zeit. Und ich bin mir sicher, dass sein Tod für ihn eine große Erleichterung war. Diese Götter leben mit der Last einer Macht, wie sie niemals ein Sterblicher hätte tragen sollen. Deine Aufgabe in Morrowind ist noch nicht erfüllt, Nerevarine. Vivek lebt zwar immer noch, aber ich glaube, seine Zeit läuft ab. Schütze die mir Ergebenen. Verteidige diese Ländereien. Der Himmel über Gramfeste hat sich wieder geklärt. Lasse diese Leute nicht länger leiden. Geh nun, sterbliches Wesen. Stelle dich deinem Schicksal und nimm meinen Segen mit auf deinen Weg. Tja, so sind wir der Götterschlechter. Almalexia getötet, Sotasil ist tot. Wahnsinniges vollbracht. Ich glaube, wir sollten das mal kurz dem König erzählen. So ein Detail. Quartiere der Wachen. Ich glaube, am einfachsten finde ich den Thronsaal über den Empfangsbereich. Genau. Gram. Unsinn, ihr wisst nicht, wovon Eure ihr redet. Eure treuen Dienste sollen belohnt werden. Ja, im Grunde genommen glaubt mir das kein Schwein, bis auf wenige ausgewählte Personen, wie zum Beispiel den König. Die Angriffe gingen von Almalexia aus und ihr sagt, sie und Sotasil liegen tot in der Stadt der Uhrwerke. Sie hat Sotasil getötet und versucht, euch umzubringen? Erstaunlich. Ich glaube euch, Marco, aber wartet nicht, dass mein Volk das auch tut. Ihr werdet merken, es ist schwer, diese Götter in den Herzen und Köpfen ihrer Anhänger zu töten. Es braucht Zeit, aber für Morrowind ist ein neues Zeitalter angebrochen und ich werde es hineinführen. Das war gute Arbeit, mein Freund. Habt meinen Dank. Und zum Dank bekommen wir eine gesamte Rüstung der Königswache. Leider mittlere Rüstung und damit für uns nicht zu gebrauchen. Okay, ich glaube, mit der Königsmutter können wir auch darüber reden. Barentia, genau. Hier habe ich drei Leute ausgezogen. Woher soll ich wissen, dass ihr nichts Schlechtes im Schilde führt? Die Göttin ist fort, doch ihr seid geblieben. Wahrlich geheimnisvoll, Sera.
Ich hörte, dass ihr meinen Sohn vom Tod der Göttin und dem Dahinscheiden Sotaseels unterrichtet habt. Behaltet diese Informationen für euch, Marco. Das Volk von Morrowind wird Zeit brauchen, um zu akzeptieren, was passiert ist. Bis dahin werde ich weiterhin darüber wachen. Tja, das war die Hauptquest von das Tribunal. Wobei, noch nicht ganz. Eine kleine Sache können wir noch machen. Wir teleportieren uns nach Vivek. Warum müsst ihr ausgerechnet mich belästigen? Okay, der Teleport. Ich werde beobachtet. Ich kann es spüren. Der Teleport geht zum Tempel tatsächlich, hätte ich mir denken können. Puh, das war eine kurze Reise. Also wir sind relativ schnell tatsächlich wieder hierhin zurückgekehrt. Ich habe die Grafikmod noch nicht richtig eingestellt. Also ich glaube, die Sichtweite wollte ich nicht ganz so hoch haben. Es ploppt auch ein bisschen rein, also wundert euch darüber jetzt nicht. Ich habe das Spiel neu installiert gehabt. Wir sprechen mit Vivek. Mein erster, letzte lebende Gott des Tribunals. Der allerletzte. Hallo. Die Pest ist vorüber und wir haben überlebt. Nun müssen wir uns dem Wiederaufbau des Tempels widmen und ihr euch den Pflichten als Protektor Morrowinds. Almalexia. Wir sprechen nicht miteinander. Ohne das Herz lässt unsere göttliche Macht nach. Sie nimmt ihre Göttlichkeit äußerst ernst und dieser Verlust belastet sie ungemein. Sie ist dem Grübeln verfallen und ich befürchte, dass sie sich und anderen schaden wird. Ich habe Sotaseel tot aufgefunden und Almalexia getötet. Das ist eine traurige Angelegenheit. Ich vermute, sie hat Sotaseel getötet. Ich dachte, sie würde mir etwas antun. Und sie hat wohl auch versucht, euch zu töten, Nerevrine. Eine traurige Geschichte. Aber der Tod kommt zu allen Sterblichen. Und wir sind jetzt wieder sterblich. Bald wird der Tod auch mich aufsuchen, Nerevrine. Vielleicht sogar durch eure Hand. Es ist sinnlos, das Schicksal zu leugnen. Trotzdem ist es traurig, dass etwas, das so glorreich und edel begonnen hat, auf diese Weise endet. Göttliche Macht? Almalexia Sotaseel und ich erhielten unsere göttliche Macht von Lorkans Herz. Ich glaube mit Vivek, ich weiß nicht, ob wir uns mit Vivek bereits in diesem Let's Play auseinandergesetzt haben. Falls nicht, wäre es langsam an der Zeit. Aber das tun wir in der nächsten Folge von Let's Play Morrowind. Bis dahin, ciao.